Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Kompakt TV. Heute am Karfreitag ist die letzte Sendung unserer Strategiedebatten zu den Auswirkungen des Ukraine-Russlands-Konfliktes auf die Weltlage und insbesondere auf Deutschland. Dienstag nach Ostern sind Sie wieder dabei mit unserer Nachrichtensendung Kompakter Tag. Aber wir haben uns jetzt die ganze Woche über mit diesen Grundsatzfragen beschäftigt und den Abschluss bildet das Gespräch mit einem sehr wichtigen Militär, darf man sagen, Herr Schulze-Ronhoff, unseren Lesern bekannt als Autor des bahnbrechenden Werkes Der Krieg, der viele Väter hatte. Aber bevor Sie Buchautor wurden, waren Sie ja bei der Bundeswehr Panzergeneral und wurden dann auch in allen Ehren und hochdekoriert verabschiedet 1996 durch den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, weil Sie der zuständige kommandierende General für sein Bundesland Niedersachsen waren. Sie schauen auf die aktuellen Ereignisse natürlich mit dem Blick des kundigen Strategen, aber auch des kundigen Militärs. Und wenn Sie ein Stichwort hören wie Putin, der Aggressor, Putin hat diesen Krieg, seinen Krieg vom Zaun gebrochen, wie würden Sie das kommentieren? Das ist natürlich sehr kurzsichtig. Er hat zwar die Initiative für den jetzigen Feldzug ergriffen, aber er setzt nur den alten 8 Jahre dauernden Krieg im Donbass fort. Die Krim und die 2 Donbass-Oblaste haben sich selbstständig erklärt. Und das hat auch seine Vorgeschichte, die nicht Putin verursacht hat, sondern die die Ukrainer selbst verursacht haben. Wenn man die Schuld also allein auf Putin schiebt, dann ist das kurzsichtig. Es ist außerdem unfair. Schuldig an einem Krieg ist nicht nur der, der ihn lostritt, sondern alle die, die ihn mit verursacht haben. Und das sind eine ganze Menge von Politikern. Ihr Buch über den Zweiten Weltkrieg, die Vorgeschichte, heißt ja Der Krieg, der viele Väter hatte. Welche Väter hat die aktuelle Eskalation in der Ukraine? Natürlich Putin, aber auch die alten Verhandlungsführer der Europäischen Union im Jahr 2014, die das ganze Desaster mitverschuldet haben, dann Poroschenko und Zelensky, die beide die Verpflichtungen vom Minsk II-Vertrag nicht erfüllt haben, nämlich in der Verfassung der Ukraine einen Passus über den Sonderstatus von Lugansk und Donetsk aufzunehmen. Das haben sie nicht getan. Das wäre eine Möglichkeit der Befriedung gewesen. Und dann die, die aus dem Hintergrund geschoben haben. Das ist vor allem der amerikanische Präsident Biden, der mit zu den Vätern der NATO-Osterweiterung bis an Russlands Grenzen zählt. Er hat nämlich im Jahr 2008 den Vorschlag eingebracht, die Ukraine mit in die NATO einzubeziehen. Entgegen einer erst Bitte, dann Warnung der Russen, das nicht zu tun. Aber er ist immer wieder mit dem Vorschlag gekommen und er drückt jetzt ausgesprochen. Und ich glaube, der Zelensky lenkt auch deshalb nicht ein, weil er so viele Versprechen von Biden hat, dass Amerika letzten Endes die Ukraine retten wird. Biden hat zum Beispiel am 6. Dezember vorigen Jahres sozusagen als Nikolausgeschenk den folgenschweren Satz gesagt: Das amerikanische Sicherheitsversprechen für die Ukraine ist in Eisen gegossen.